Hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Reaction. Ja, es ist wieder soweit, es kommen so viele Reaction, weil ich nämlich noch welche gefunden habe, die noch auf privat waren und die ich jetzt auch raushaue. Und wir haben jetzt noch diese hier und noch eine und noch ganz, ganz viele, ich weiß es nicht. Aber wir hatten ja, wir machen einfach eine schön nach der anderen. Heutiges Video, Tag der offenen Tür bei Lunternehmen Heinz de Buhr in Virel 2022. Sehr aktuell. Jomo 1489, kleiner Kanal, schauen wir mal vorbei. Der ist sogar kleiner als ich, das heißt wir reacten. Wow. Nee, da fühlt man sich nicht mit krass. Wir sind nämlich auch nicht krass. Let's go. 18.19. Oi, oi, oi. Case. Land- und Baumaschinen-Service. Wow. Cool. Sieht geil aus. Gefällt mir das Design. Gefällt mir. Mit einer Camper-Pickup. Weil das Design gefällt mir. Auch der Blue Power New Holland, der dahinter steht, der hier. Auch sehr, sehr geil. Finde ja New Holland im Blue Power extrem cool. Oh, hier haben wir einen schönen großen Schwader von Kuhn. Was ist denn das? Ist das jetzt ein Lohnunternehmen oder ein Handel? Oder was ist das? Sieht eher nach einem Händler aus als ein Lohnunternehmen, oder? Hätte ich jetzt mal so gesagt. Hier haben wir noch ein paar kleinere Maschinen. Ein Kreisler. Und wenn, da war da hinten noch einer gestanden. Genau, hier ist der Wender, ein kleiner, dahinter ist noch ein bisschen größerer. Anscheinend vertreiben die Kuhn und New Holland. So wie das bis jetzt ausschaut. Ein schöner T6 mit Presse. Presswickel-Kombi sogar. Cool. Und eine Spritze kommt dann da auch noch. Brun sagt mir was. Feldspritze von Kuhn. Ich finde die Kuhn-Spritzen sehen sehr, sehr cool aus. Mit diesem weißen Tank und so. Das hat auf jeden Fall was. Jetzt haben wir hier noch ein bisschen Bodenbearbeitung, Saattechnik, Futtertechnik. Oh, und Selbstfahrer auch. Und ich bin gespannt, von welcher Marke die Güllefässer sind. Das sieht aus wie Cote Garant. Und ist es was anderes, oder? Boah, was ein Oschi, Alter. Na hier, der Selbstfahrgefällt, was ist das? Strautmann auf jeden Fall, vertreiben die anscheinend auch. Ladewagen, groß, klein und kleiner Miststreuer war das. Ich hätte jetzt gerne nochmal die Güllefässer gesehen, weil das hat ausgeschaut wie Kotte, aber das war safe kein Kotte. Was haben wir hier? Köckling. Breit aufgestellt, die Kollegen hier. Ich bin mir aber immer noch unschlüssig. Ist das jetzt ein Lohnunternehmen oder ein Vertrieb oder beides? Oder ist es eine Ausstellung von Vertriebsleuten bei dem Lohnunternehmen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. OT6 mit Pflegebereifung. Rauchstreuer haben wir hier noch. Hier haben wir nochmal einen Holland-Häcksler, ein Maisgebiss und Presse hier hinten auch. Not bad. Das sind aber noch die alte, ne? Quaderbahnpresse, nicht diese neue mit diesem Wellendesign. Schöner Drescher. New Holland Drescher sollen ja echt gut sein, ne? Habe ich gehört. Oh, ein 1455 da. Sehr schön. Mulcher Butterfly Kombi. Hätte ich so gerne im LS, ne? Eine Butterfly Mulcher. Ein richtig geiler, der richtig Leistung braucht. Was du so im Xerion hinhängst oder so. Oh, da sind wir doch jetzt richtig. Ich glaube, hier an dem Stand würde ich ein bisschen länger bleiben. Schöner New... boah, jetzt habe ich fast New Holland Radar da gesagt. Schöner JCB. Gefällt mich. Ich glaube, das ist jetzt hier die Lohnunternehmenabteilung.
Die Dinger sehen ein bisschen gebrauchter aus und das draußen war wahrscheinlich der Vertrieb und das ist jetzt hier das Lohnunternehmen. Case haben wir da vorne dran hängen. Schauen wir mal, was die für Bulldogs haben. Case. Oh, bitte kein reiner Case-Betrieb. Anscheinend ist doch ein reiner Case-Betrieb. So viele Pumas, Alter. Aber das hetzt man. Bei Case setzt man auf den Case Puma, würde ich mal behaupten, weil der halt. Der Case Puma ist so ein bisschen wie so ein 700er Fendt. Für alles. Nicht zu groß, nicht zu klein, genug Leistung. Funktioniert an allem. Ich glaube, jede Marke hat da so seinen Bulldog, der für alles funktioniert. Der einfach. Na, guck mal, Alter, wie viele Pumas die hier sind. Alles Pumas, ne? Stell dir mal vor, du kommst da so. Klar, unterschiedliche Motorleistungen, aber du kommst dann da zu deinem Händler und sagst, ja, ich hätte gern 35 Case Pumas. Da kriegt er doch safe 5 Stück geschenkt, oder? Ich denke, der ordentlichen Rabatt kriegt er da schon. Ich denke mal, einer geht auf jeden Fall aufs Haus. Würde ich jetzt mal so schätzen. Case Puma 220 CVX. Ja, der Puma ist ein geiler Bulldog. Ich sag's wie es ist, ich mag den. Komm, prima, auch schön. Oh, das ist auch mehr als eine. Mehr als 3, 4. Das waren jetzt 4 rund und ich sehe jetzt eine Quaderballenfresse. Man sieht oft Kronepressen, aber Kronepressen sind halt auch gut, ne? Aber anscheinend sind Rundballen eher Ding, wenn man da 4 von denen hat. Eine Quaderballenpresse, ne? Krone Mähwerk Kombi. Eine. Da ist nochmal ein Krone Schwader, aber es ist bestimmt kein Schwader, oder so ein kleinerer. Ja, ein Vierkreisler. Nee, doch. War ein Vierkreisler. 1, 2, 3 mal Einzelkorn. Das ist Vierkreisel-Schwaner. Ui, nochmal ein paar Special Cases. Hier, die sind wahrscheinlich für die Baustelle. Baustelleneinsatz. Einmal für Silo. Würde ich jetzt mal irgendwas sagen, das ist für Silo. Boah, das ist. Das Schneidwerk hatten wir auf der Mini-Brunn damals. Das kannst du so hochklappen links und rechts. Brauchst keinen Schneidwerkswagen. 1-2 Krone und 1-2 Glashäcksler. Und das hier ist wahrscheinlich auch. Was ist das? Was ist denn? Ach, das ist ein Holzhäcksler. Also ein Häcksler. Vorbau für Holz. Also ein alter. Da schiebst du Baumstämme rein. Case. Und nur noch eine Impression vom Baggergelände und Offroad Park. Oh. Oh. Aber Case. Also Case. Construction oder wie die heißen. Die haben schon massives Zeug und auch großes Zeug. Ey, das ist ja geil. Das ist geil. Also die sind schon gut aufgestellt auch. Also du kannst einen soliden Dings. Also die haben, keine Ahnung, Mini-Bagger. Ich glaube, ich denke mal bis 24 Tonnen haben die. Radlader haben sie auch sämtlichste Größen. Das ist. Das Auto ist mein. Das hätte ich so gern, ein Traumauto. Der Mitsubishi L200. So ein geiles Ding. Hätte ich echt gern. Der ist auch nicht so teuer, aber hat trotzdem alles, was man für als Pickup braucht. Wenn du jetzt nicht gerade mit einem Pickup irgendwie in Urwald fahren willst, sondern einfach so als freshes Auto, ist der absolut ausreichend. 1455, richtig geil mit Fliegel, Tieflader. Gefällt mich. Was ist das Kleine da hinten? Ah, war schon. Na gut, Freunde, das war's schon.
Link in der Beschreibung zu diesem Video, da findet ihr auch den Kanal. Wir können mal das von gucken, was sonst noch so gibt. Wir haben hier ein Newcomer. Was heißt Newcomer? 233 auch schon viel. Der soll der spielen in unserer Klasse. Vielleicht sieht er das ja. Vielleicht können wir ja mal. Macht auch LS22. Kuboda. Grasilage, erster Schnitt, Glas Jaguar, MB. Der macht Real-Life-Videos, viele. Oldtimer-Treffen, das ist auch ganz neu. Aber schon länger nichts mehr hochgehen. Ein Monat, ja, okay. Abschied von den John Deere. Lohnunternehmen Ehrengrad. Auf so ein Lohnunternehmen-Ding, na, so dumm wie es klingt, hätte ich ja tatsächlich auch. Wir gucken mal kurz rein. Ob das Multiplayer oder Singleplayer ist. Oder ist es. Macht ihr das so? Kommt, sonst unterstütze ich den noch ein bisschen. Ja, mal ein Timing. Wunderbar, sag ich dir. Ist sogar ein Multiplayer. Ui. Okay. Ja, auf jeden Fall solide. Schaut da mal vorbei und bis zum nächsten Mal. Peace out.